Ja, Hans Baxter, ich habe diesen FIFA-Deutschland-Kanal gesehen. Ich weiß nicht mal, wer den führt. Und der macht einfach abnormal viele Klicks auf den Nacken von den anderen, ne? Keine Ahnung. Also eigentlich soll nur mein Stream-Highlight-Kanal meine Clips hochladen. Sonst darf das niemand. Sonst wird er einfach weggestrikt, ganz ehrlich. Aber das, was der macht, ist ja okay. Er macht ja nicht nur von mir Videos, sondern macht sie von allen. So ist okay. Habe ich jetzt erstmal persönlich nichts dagegen. Muss ich mir nur noch weiterhin angucken, was der da macht. FIFA-Time, mein Lieber. Ich darf doch wohl selber entscheiden, wer Clips von mir hochladen darf, oder? Das darf ich doch entscheiden. Das heißt nicht, dass ich anderen nichts gönne. Nur wenn ich das nicht will, dann will ich das nicht. Fertig. Okay. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass der das nicht machen darf, nur. Also normalerweise, was dieser FIFA-Deutschland-Kanal hätte machen müssen, zu jedem großen FIFA-YouTuber hingehen sollen und fragen sollen, ja, ist das in Ordnung, wenn ich wöchentlich mal irgendwelche Highlights hochlade, weil einmal fand ich irgendwas nicht korrekt, der lädt einfach irgendwas hoch, obwohl wir das noch nicht mal hochgeladen hatten, wisst ihr, wie ich meine? Er hat die auf Twitter geschrieben. Ja, auf Twitter, ich bin nicht auf Twitter unterwegs. Weil der soll keine Sachen hochladen, die mein Highlight-Kanal, sag ich mal, hochladen. So macht ja gar keinen Sinn. Aber ich sag dazu ja erstmal nichts. Ich habe gesagt, es ist in Ordnung. Passt fürs Erste so. Ne? Ja, Marian, keine Ahnung. Eigentlich müsste der erstmal von jedem die schriftliche Erlaubnis bekommen haben, Clips von uns hochladen zu dürfen. So ist, das ist ja genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ist jetzt ein dummes Beispiel, aber ich schreibe jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Ninja an, darf ich deine Videos verwenden? Er antwortet mir nicht, aber ich mach's trotzdem. So zum Beispiel. Wisst ihr, wie ich meine? Das war jetzt nur ein Beispiel, aber damit ihr ungefähr den Sinn dahinter versteht. Ich sage ja, dass er es erstmal machen kann, aber ich habe keine Ahnung, wenn er da jetzt irgendwelche Sachen hochlädt, die ich hochladen wollte, dann macht das für mich keinen Sinn. Machen auch die anderen genauso, ist ja auch vernünftig. Macht doch auch zum Beispiel Gamer Brother, alle machen das. Die haben alle ihren eigenen Kanal, der die Sachen hochlädt, von sich selbst und gut ist. Warum soll es denn 20 Kanäle geben? Warum nicht einfach nur einen? So ohne. Ach, Sarah, hör mir auf mit diesem Spiel gegen Alfonso, ey. So abfuck, ich hätte das gewinnen müssen. Dann hätte ich das auf viel FIFA hochgeladen, hätte ihn richtig verarscht. Ich hätte ihn so verarscht. Ich verliere einfach, Alter. So peinlich. Ich hab mich so abgefuckt. Der Typ ist so billig, Alter. Dafür, dass er früher Weltmeister war. Ich sag mal so, wenn ein Mo gegen ihn spielen will, ein Mo wird den 6-7-0 abziehen, Alter. Und der Vogel, da holt seine zwei Teller da raus, Alter. Von 2008 und 2012 und sagt, und er denkt, er wäre der heftigste King. Mit seinen Dings da, Alter. Was für ein Vogel das war, ey. Ich hoffe, dass ich den irgendwann auf irgendeinem FIFA-Event sehe, Mann. Und knüpfe ich mir direkt vor Ort. Kriegt erst noch was von mir zu hören. Wenn ich euch gefallen, Alfonso. Wisst ihr, wie ich den begrüße? So macht Alfonso! So. Time-wasting, Alfonso. Ey, wollt ihr mich verarschen, als ob die Toti-Preise gesunken sind? Ich habe einen Modric für 3,3 geholt. Der ist jetzt nur noch. Als ob. Als ob ein Modric jetzt 2,8 Millionen Team of the Year kostet. Ich habe für den 3,3 gezahlt, Mann. Schade. Pascal, halt doch deine. Halt doch die Schnauze, warum schreibst du das dann rein, Mann? Du weißt doch, dass ich den für so viel geholt habe. Extra reinschreiben, damit ich mich jetzt ärgere, du Hund. Oh. Ja, was? Modric 2,8? Ich hab für den 3,3 gezahlt, ey. Mann, ey. Verficktes Drecksgame. Wie kann das sein, Mann? Normalerweise steigen die Totis doch, weil es sie nicht mehr zu ziehen gibt. Und jetzt steigen diese ganzen Hunde, Mann. Was soll die Scheiße? Fallen die? Digga, Alter. Varan für 1,8 gekauft und kostet jetzt 1,4. Klar. Ich hab über 1 Million Coins minus gemacht. Das ist so lächerlich. Ja, es geht mir nicht darum, dass die wieder steigen, nur man hätte die dann jetzt holen können. So ohne Sinn, Alter. Letztes Jahr steigen die alle und jetzt fallen die alle nach dem Tod, die, ey. Also der Markt kann es vergessen. Unberechenbar, ohne Witz. So ein Schwanz, dieser Mann. Einfach Modric-Toti von 3,3 auf 2,8. 500k minus. Varane von 1,8 auf 1,4. Ramos von 2,3 auf 1,9. Alles gesunken, alles. Icons, alles.
Wir haben so ein Minus gemacht. Ich habe locker 1,3 Millionen Münzen Minus gemacht. Und das sind die Moins Points, die mir jetzt zu Ronaldo fehlen. Verficktes Drecksge... Ich verstehe diesen Markt nicht, ey. Das ist wie, als würde ich mir... ach, keine Ahnung. Ich hole mir Milch, die kostet 1 Euro und am nächsten Tag kostet die Milch 50 Cent. So fühlt sich das gerade an. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, wenn nicht dieses Team heute gekommen wäre mit diesen Youngstars, von dem niemand was wusste. So, EA haut einfach eine Woche später ein Team raus, direkt nach dem Toti, womit niemand gerechnet hat. Und deshalb ist alles so eingekracht. Und das konnte niemand wissen. Das ist einfach lächerlich. Leute, auf jeden Fall, gebt alle mal meinen Fortnite-Code FEELFORTNITE7 ein, um mich bei Fortnite zu supporten. Auf jeden Fall korrekt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, wäre korrekt. Kostet euch nicht mehr, ihr unterstützt mich damit einfach nur. FEELFORTNITE7. Immer traurig, ne, wenn ich diesen Stream beende. Könnte ruhig weitergehen, länger. In uns. Sprachen lernen, Bubble. Habt ihr Bock auf dicke Eier? Was? Habe ich jetzt nicht gesagt, war ein Spaß.